Bastelzeit, wenn auch heute wahrscheinlich ein bisschen kürzer, weil keine Zeit. Ja, es gibt ja ein Bauteil sozusagen, was ich glaube ich hier zum Baden benutzen könnte, war einfach, weil so viele hier rumfliegen und das sind Speicherkarten. Yay, gut, das hier sind nur Adapter, aber davon habe ich halt viele und naja, die sind dann halt immer so ein kleines Problem, denn ihr wisst ja, ich bin Knicksack und ja, trotzdem möchte ich gerne welche haben. Entsprechend kaufe ich dann das Günstigste vom Günstigen. Man kann ja jetzt schon teilweise sehen, da sind teilweise Dinge dabei, die Marken nachmachen, wo ich mich frage, darauf fällt wer rein? Zum Beispiel hier, wenn ich jetzt daneben eine original Samsung-Karte lege, sind leichte Ähnlichkeiten bei Farbgebung und auch den Namen, wenn man nur grob drüber liest. Meh. Problem bei diesen Speicherkarten hier, da wird gerne viel getrickst. Und ja, es kommt halt häufiger vor, dass dann irgendwie x Gigabyte draufsteht. Aber so viel kann das Ding gar nicht speichern. Und ja, ich brauche die jetzt mal wieder ein Packen. Deswegen habe ich mal wieder zugegriffen. Diesmal diese schönen hier von der Firma Memory Card. Ja. Es steht 32 GB drauf. Ich bin mal gespannt, ob es auch 32 GB können. Und das werden wir uns dann jetzt mal angucken. Wie kann man denn so eine Karte... Ja, da ist eine zu wenig. Ah, da ist noch eine. Wie kann man solche Karten hier testen, ob sie überhaupt die richtige Kapazität haben? Und wenn sie die falsche haben, kann man die eventuell noch ein bisschen zumindest retten. Und ja, würde ich mal sagen, packen wir erstmal eine aus von den neuen, weil die sind noch nicht getestet. Der erste Blick gilt natürlich der Karte selber. Man kann teilweise schon da Sachen sehen. Der Druck sollte natürlich gut lesbar sein. Es sollte klar erkennbar sein, dass da nicht was drüber gedruckt wurde. Manchmal kann es auch helfen, auf die Rückseite zu gucken. Hier sind meistens noch Typennummern, ob da wirklich dann auch irgendwie zum Beispiel in dem Fall hier eine 32 drin steckt. Wenn es hinten drin irgendwie eine 16 drin steckt, dann würde ich mir grob überlegen, ob das eventuell eine 16er-Karte ist. Wenn wir hier gucken, na, ich kann es jetzt natürlich nicht lesen, aber ich hoffe, ihr könnt es eventuell lesen. Da steckt zumindest mal eine 32 in der Nummer. Haben wir etwa Glück. Probieren wir das einfach mal, weil dafür brauchen wir natürlich einen Kartenleser. Irgendwas, wo die Karte reinpasst. Ich habe jetzt hier einen, wo MicroSD auch reinpasst. Ansonsten halt die üblichen Adapter, habt ihr eben gesehen. Und ja, was wir dann brauchen, ist ein PC. Vorzugsweise natürlich ein Linux. Es gibt auch Windows Utilities, verlinke ich euch unten auch. Aber ich werde es jetzt natürlich mit Linux zeigen. Auf dem PC selber geht das Ganze schon mal auf. Wir sehen System Volume Information, guter Hinweis darauf, dass das möglicherweise mal unter Windows benutzt wurde. Und freier Speicherplatz 33,5 GB. Das riecht. Denn eine echte Karte hat eher weniger. Das sind nämlich meistens 32.000. Und wir können ja mal ausrechnen. 32.000 Megabyte bei 1024, da wären wir eher so bei 31,25 GB. Gut, nächster Fall, wir können mal auf die Karte selber gucken. Was sagt die? Interessant, die sagt 31,3. Das käme ja hin, 31,2. Vielleicht ist es auch einfach die GUI, die Blödsinn anzeigt. Das ist natürlich auch möglich. Und es scheint wohl tatsächlich so zu sein, dass die GUI da Anzeigeprobleme hat. Nee, ist ja auch mal egal. Wir haben auf jeden Fall hier nichts, was offensichtlich ist und ja, wir haben 32 GB ja zur Verfügung, ne? Und das ist halt das, was trügerig ist bei den echten Karten. Die echten Karten ist es nämlich so, das sind 32 GB, ja. Ihr könnt auch jetzt Dateien drauf kopieren, ausstecken, einstecken, die Dateien sind noch da. Das Problem ist, wenn der echte Speicher jetzt, sagen wir mal, nur 8 GB groß ist, ja, hier aber 32 habt, dann fängt der irgendwann wieder an, von vorne zu überschreiben. Das heißt also, entweder eure älteren Dateien, die ihr vorher drauf gespeichert habt, werden unlesbar oder es erwischt sogar das Inhaltsverzeichnis und das Ding lässt sich gar nicht mehr aufrufen. So, um unter Linux zu testen, nutze ich das Programm F3. Das steht für Find Flash Fraud. Muss man ein bisschen schauen, das ist nicht bei jeder Distribution direkt im Paketmanager. Entweder man baut es sich gerade per Hand oder in hier dem Fall zum Beispiel bei Arch Linux ist es im AOR drin. Ich denke, ihr werdet das irgendwie schon finden. Und wenn wir die F3-Utils uns angucken, da sind mehrere. F3 Brew, Fix, Probe, Read und Write. Wir brauchen im Prinzip nur F3 Probe erstmal. Wenn wir hier in die Hilfe reingucken. Das scannt ein Block-Device, also zum Beispiel eine SD-Karte, speziell auf gefälschte Flash-Memories.
Und wenn es ein gefakter ist, dann versucht er den Typ, also was genau da falsch ist und die echte Speichergröße da zu ermitteln. Klingt gut. Ich würde mal sagen, wir machen dann mal F3 Probe. Und im Prinzip müssen wir nur angeben, dass wir SDB wollen, also unser Flash-Device, wo wir gucken können, es gibt auch ein Minus N, damit wird nicht restored. Das kann man machen, wenn das Ding eh leer ist und ihr es eh danach neu formatieren wollt. Spart halt ein paar Schreibzyklen. Wir können auch die Reads timen, Reads und Writes, das heißt nochmal so eine Art Geschwindigkeitstest dabei machen. Der ist nicht ganz so genau, aber nehmen wir es einfach mal mit. Und, das sollten wir eventuell davor schreiben. Schuss! Und wir sehen jetzt hier, takes normally a few seconds to 15 minutes. Also das Ganze kann lange dauern. Nicht erschrecken, einfach mal ein bisschen stehen lassen. Vielleicht die Pizza jetzt dann doch mal aus dem Ofen holen, bevor sie schwarz wird. Und so in einer halben Stunde gucken wir nochmal drauf. Und bingo, als ob ich es geahnt hätte. Es ist tatsächlich eine gefakte Karte, was ich hier habe. Wie wir hier sehen, bad news, the device is a counterfeit auf Typ Limbo. Und hier unten drunter sehen wir auch, was dahinter steckt. Und zwar haben wir die wirklich nutzbare Größe von 16 GB, obwohl er sich an 32 oder 31 GB da ausweist. Ich meine, ich habe es schon erwartet, allein schon vom Preis. Ich glaube, die hier waren irgendwie so 1 oder 2 Euro das Stück. Dafür kriegt man keine 32er Karte, das ist mir auch klar. Aber im Prinzip war ich eher auf der Suche nach so einer 128 Megabyte Karte und das hier war halt einfach die günstigste. Von daher, wenn ich 16 GB rauskriege, dann nehme ich das mit. Man kann das Ganze angeblich hier mit diesem LastSec fixen. Wir können das mal probieren, ob er das macht. Ja, und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich das hier werten soll. Ja, Input-Output-Error on Device und danach sagt er successfully fixed. Ja, okay, gut. Was hat er jetzt gemacht? Das können wir relativ einfach sehen, wenn wir uns hier den SDB angucken. Er hat nämlich eine Partition angelegt. Und zwar mit diesem Sektor hier. Das heißt jetzt, wir haben jetzt eine Partition, die ist nur so groß, wie die Karte auch wirklich speichern kann. Solange wir uns nur innerhalb der Partition bewegen, kommt das nicht zu so einem Überlauf und entsprechend ja, wären unsere Daten noch da. Das ist jetzt natürlich eine SD-Karte, die würde ich nicht benutzen, um irgendwas Wichtiges zu speichern. Aber ich werde die hier zum Beispiel für ein paar Messwerte einsetzen. Da ist das kein wirkliches Problem. Wenn sie weg sind, dann sind sie halt weg. Da kann ich mit leben. Wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, hier der Trick funktioniert natürlich nicht, wenn ihr die Karte zum Beispiel für einen Raspberry Pi oder so einsetzen wollt. Das geht prinzipiell auch, aber der Raspberry Pi, der schreibt ja die Partition neu und vergrößert das dann danach. Das würde wieder zu Datenverlusten führen. Da muss man dann ein bisschen rumtricksen, muss dieses automatische Vergrößern ausschalten und die per Hand auf die richtige Größe hier ziehen. Das geht alles, ist aber ein bisschen aufwendig und naja, ganz ehrlich, soweit ich mich entsinne, können die neuen Raspberry Pis von Netzwerk booten. Da macht das dann eher Sinn, auf eine NAS oder so zurückzugreifen. Wenn immer das geht. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt hier unsere SDB1, die entsprechend passt. Machen wir da mal ein V-FAT drauf oder machen wir ein altes FAT, das müsste auch noch reichen. Und wenn wir das dann neu einstecken, dann sehen wir jetzt hier, wir haben entsprechend ein neues Gerät. Und der freie Speicherplatz ist jetzt nur noch 17,2 GB. Wie gesagt, anscheinend rechnet die grafische Oberfläche hier ein bisschen anders. Aber es ist auf jeden Fall kleiner als eben. Und ja, theoretisch sollte die SD-Karte das jetzt durchhalten. Gut, mit Linux funktioniert. Ich würde mal sagen, ich gucke mal, ob ich da eine von den Karten mal in den Windows-Rechner stecke. Und dann gucken wir uns mal an, wie das da aussieht. So, jetzt unter Windows, wenn wir gucken, hier haben wir jetzt auch unser wunderbares Laufwerk mit den angeblichen 31,1 GB in dem Fall hier. Aber wie wir ja eben schon gelernt haben, die Karten sind wahrscheinlich fake. Ich gehe mal davon aus, wenn eine ausgepackte fake ist, wird die hier das auch sein. Unter Windows braucht man ein kleines anderes Tool. Relativ bekannt ist da H2 Test W. Das stammt von Harald Bögeholz. Ich meine, der arbeitet sogar irgendwo bei Heise oder CT, wenn ich richtig im Kopf habe. Das ist ja einfach eine Excel-Datei, die können wir so ausführen. Kriegen dann hier die Auswahl, Deutsch oder Englisch. Ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal beim Deutsch. Als Ziel wählt man dann entsprechend den USB-Stick oder in dem Fall hier die Speicherkarte aus und
Klickt hier unten dann auf Schreiben und Prüfen für den gesamten freien Platz. Wir sehen jetzt hier eine Warnung, weil er nur einen Teil testen kann. Der arbeitet nämlich mit der Formatierung mit. Auf NTFS-Laufwerken ist das allerdings normal. Das heißt, ja, müssen wir mit klarkommen. Und wir sehen jetzt hier oben, er ist jetzt am Schreiben, hat jetzt 90 Megabyte geschrieben. Das Ganze bei 15,1 Megabyte pro Sekunde, gar nicht mal so langsam wie gedacht. Und wir sehen, das wird, wenn es richtig funktioniert, 35 Minuten etwa dauern. Warten wir mal so lange wieder ab. Und da war ich wohl zu voreilig. Der hier nutzt anscheinend ein anderes Konzept. Der schreibt erstmal die ganze SD-Karte voll und fängt dann an zu lesen und guckt so nach, ob das läuft. Was man da natürlich schön sieht, ist die Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Wir können hier auf die Karte mit 15 Megabyte die Sekunde schreiben, etwa 17 lesen. Das ist, denke ich, ein brauchbarer Wert. So, und der kommt jetzt zu einem etwas anderen Ergebnis. Also ich meine, wir sehen schon mal rot und Datenträger ist wahrscheinlich defekt. Soweit stimme ich da überein. Was mich jetzt aber wundert, angeblich sind 30 GB okay und nur 855 MB an Daten verloren. Das ist jetzt natürlich ein Unterschied zu den 16 Gig, die die Linux-Software gesagt hat. Welche davon stimmt? Gute Frage. Was ich aber schon mal sagen kann, hier das Ding kann nur prüfen und hat keine Möglichkeit, da das Ding ja quasi zu reparieren. Ich meine, wir können es per Hand reparieren, sage ich mal, indem wir Rechtsklick machen und dann den, wo ist er, die Datenträgerverwaltung öffnen. Hier suchen wir uns den Wechseldatenträger da raus. Hier haben wir eine Partition, die können wir löschen. Volume löschen heißt das dann. Und eine neue dann erstellen und hier dann die passende Größe eingeben. Also zum Beispiel nicht 32 GB, sondern wir können jetzt entweder sagen die 30 GB, die wir hier gesehen haben. Wobei, wie gesagt, ich glaube dem noch nicht so ganz. Oder wir sagen wirklich irgendwie 16.000. Jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Oh, ruhig auf E, V32 soll mir recht sein. Und auch jetzt haben wir hier ein Laufwerk, was dann nur noch die geringere Größe hat und entsprechend theoretisch ohne Fehler laufen sollte. Gut, ich werde hier die Karte jetzt gerade noch mal zur Sicherheit unter Linux testen. Nicht, dass die wirklich größer ist. Ich meine, mich würde es wundern, dass hier jetzt hier unterschiedliche sind, aber sicher ist sicher. Ja, und mit dem Linux-Test kriege ich wieder 16 GB auch bei der Karte hier raus, wo Windows da 30 gefunden hat. Ich gehe dann lieber mit den 16 GB. Zum einen, dem Tool hier vertraue ich irgendwie ein bisschen mehr. 16 GB klingt realistisch, aber ich glaube nicht, dass einer halbe Karten oder sowas einbaut. Und ja, lieber etwas weniger Speicher als ein größeres Risiko, da dann noch mehr kaputt zu machen. Von daher benutzen wir einfach hier die kleinere. Ich werde das jetzt mit allen Karten, die hier Sinn machen, und ja, so kann man dann rausfinden, ob man eine gefälschte Karte hat, die zumindest noch ein bisschen nutzbar machen. Und wie gesagt, ich brauche es für Messwerte. Die sind nicht groß, ob ich da 16 GB oder 32 habe. Das ist alles völlig übertrieben. Wenn ich da ein paar Euro sparen kann, dann nehmen wir doch halt hier die und hoffen einfach, dass die hier mit der kleineren Größe dann das tut, was sie soll.